haben die Gestade der Toten, Herr. Und da Theseus die finsteren Ufer gesehen hat, hofft ihr vergeblich, dass ein Gott ihn euch zurückschickt. Der habgierige Acheron lässt seine Beute nicht los. Was sage ich? Er ist ja nicht tot, denn er lebt in euch weiter. Allzeit glaube ich, vor meinen Augen den Gemahl zu sehen. Ich sehe ihn, ich spreche ihm und, mein Herz, ich rede wirr. Herr, gegen meinen Willen erklärt sich mein wahnsinniges Glühen. Ich sehe die wunderbare Wirkung eurer Liebe. Obgleich er tot ist, ist Theseus euch doch ganz vor Augen. Seine Liebe brennt immer noch in eurer Seele. Ja, mein Fürst, ich sehne mich, verzehre mich nach Theseus. Ich liebe ihn, doch nicht, wie ihn die Unterwelt gesehen hat. Als flatterhaften Verehrer und gezählter Frauen, der die Schlafstadt des Gottes der Toten entehrt. Nein, treu und stolz, ja selbst ein wenig unbändig, bezaubernd, jung, wie ihm alle Herzen zufliegen, so wie man unsere Götter schildert oder so, wie ich euch sehe. Er hatte eure Haltung, eure Augen, eure Sprache, jene edle Züchtigkeit rötete sein Gesicht, als er vor unserem Peter die Wogen durchkreuzte, dem liebenden Verlangen der Minustöchter würdig. Was tatet ihr zu jener Zeit? Warum versammelte er der Griechen Heldenblüte ohne Hippolytos? Warum konntet ihr nicht, zu jung noch wart ihr, das Schiff besteigen, das ihn hierher brachte? Ihr hättet das Ungeheuer von Kreta getötet, trotz aller Irrwege in seinem weiten Versteck, um das undurchdringliche Dichtig zu entwirren, hätte euch meine Schwester mit dem schicksalshaften Faden versehen. Nicht doch, mit diesem Plan wäre ich...